13. Josef zieht durch Wese, die Stadt, deren Namen später die Griechen, um ihn sich bequem und heimatlich zu machen, Thebai sprachen, befand sich, als Josef dort landete und lebte, noch keineswegs auf der Höhe ihres Ruhmes, obgleich sie bereits so berühmt war, wie es aus der Art des Ismaeliters von ihr zu reden und aus den Empfindungen hervorging, die Josef überkamen, als er erfuhr, dass sie sein Ziel sei. Seit langem, aus dunklen und schmalen Tagen des Ursprungs her, war sie ihm zunehmen und auf dem Wege zu voller Schönheit. Aber noch manches fehlte bis zu dem Punkte, wo ihre Herrlichkeit nicht mehr zu wachsen vermochte, unmöglich ferner zu steigern war, sondern vollendet stehen blieb und eines der sieben Weltwunder darstellte. Im Ganzen sowohl wie auch bereits, und zwar hauptsächlich durch einen ihrer Teile, die beispiellose Prunksäulenhalle ungeheuren Umfangs, die ein späterer Pharao mit Namen Ramessu oder die Sonne hat ihn erzeugt, den Bautenkomplex des großen Amun-Tempels im Norden mit einem Kostenaufwand hinzufügte, der dem erreichten Höchstmaß der Schwere dieses Gottes entsprach. Von dieser also sahen Josefs Augen so wenig, wie sie von den Vergangenheiten in der Umgebung der Pyramiden gesehen hatten, nur eben aus entgegengesetztem Grunde, weil sie nämlich noch nicht Gegenwart gewonnen und niemand Mut hatte, sie sich einzubilden. Denn damit dies möglich würde, musste erst noch manches errichtet werden, das dann durch die hieran gewöhnte und zunehmend ungenügsame Einbildungskraft des Menschen überboten werden konnte. Zum Beispiel der silbergepflasterte Festsaal zu Epet-Esowet, den der Alte kannte und dessen 52 Säulen Zeltpfählen glichen, erbaut von dem dritten Vorgänger des gegenwärtigen Gottes. Oder die Halle, die dieser selbst eben jetzt, wie Josef gesehen hatte, dem südlichen Frauenhause Amuns, dem schönen Tempel am Fluss, das schon vorhandene überbietend anbauen ließ. Diese Schönheit musste erst eingebildet und in dem Glauben ausgeführt sein, sie sei das Äußerste, damit des Menschen Ungenügsamkeit darauf fußen und zu seiner Zeit sich das eigentlich Äußerste, die volle, nicht weiter zu steigernde Schönheit, nämlich das Weltwunder des Ramsessaales, einbilden und sie verwirklichen mochte. Obgleich nun also dieses zu Josefs und unserer Zeit noch nicht gegenwärtig, sondern sozusagen noch unterwegs war, nahm Wese, auch Novit Amun genannt, die Hauptstadt am Nilstrom, auch auf dieser Stufe schon alle Welt bis fern hinaus und soweit sie sich nur selber bekannt war, im höchsten Grade Wunder und sogar übertrieben war dies Geschrei. Eine Ruhmesübereinkunft, wie die Menschen sie lieben und auf der sie vom Hörensagen mit einmütigem Eigensinn und geradezu von Schicklichkeitswegen bestehen, so dass überall derjenige sehr sonderbar angeschaut worden wäre und sich gewissermaßen außerhalb der Menschheit gestellt hätte, der öffentlich hätte bezweifeln wollen, dass nur in Ägyptenland über die Maßen groß und schön der Inbegriff baulicher Herrlichkeit und einfach ein Traum von einer Stadt sei. Uns, die wir zu ihr hinabgelangt sind, hinab im räumlichen Sinne, nämlich mit Josef den Strom hinauf, hinab auch im zeitlichen Sinne, nämlich in die Vergangenheit, wo sie in vergleichsweise mäßiger Tiefe immer noch lärmt, brodelt, strahlt und ihre Tempel in den unbeweglichen Spiegeln heiliger Seen klargenau sich abbilden lässt, uns ergeht es notwendig mit ihr ein wenig so, wie es uns mit Josef selbst, dem von Sang und Sage ebenfalls idealisch beschrienen, erging, als wir am Brunnen seiner zuerst in Wirklichkeit ansichtig wurden. Wir führten seine angeblich unsinnige Schönheit auf das Menschenmaß seiner Gegenwart zurück, wobei der gewinnenden und vom Gerücht ganz unnötig aufgedonnerten Anmut immer genug übrig blieb. So auch mit No, der himmlischen Stadt. Sie war nicht aus himmlischem Stoffe gebaut, sondern aus gestrichenen, mit Stroh untermischten Ziegeln, wie irgendeine andere auch. Und ihre Gassen waren, wie Josef zu seiner Beruhigung feststellte, so eng, krumm, schmutzig und übelriechend, wie die Gassen menschlicher Siedlungen, großer und kleiner,
Unter diesem Himmelsstrich es jederzeit waren und sein werden. Wenigstens in den ausgedehnten Quartieren des armen Volkes waren sie so, welches an Zahl die freilich locker und lieblich wohnenden Reichen, wie üblich, bei weitem übertraf. Wenn man draußen in der Welt, auf den Inseln des Meeres und an noch ferneren Küsten sagt und sang, dass zu Wese die Häuser reich seien an Schätzen, so traf das, von den Tempeln abgesehen, wo man das Gold allerdings mit Scheffeln maß, nur für sehr wenige Häuser zu, die Pharao reich gemacht hatte. Die große Mehrzahl barg durchaus keine Schätze, sondern war so arm wie die Leute der Inseln und ferneren Küsten, die sich in dem Sagenglanz von Weses Reichtum sonnten. Nos Größe angehend, so galt sie für ungeheuer. Und war es auch mit der Einschränkung, dass Ungeheuer kein selbstgenügsam eindeutiger, sondern ein bezüglicher und schon da oder auch erst dort anzusetzender Begriff ist, bei dem es auf die persönlichen und allgemeinen Begriffe entscheidend ankommt. Um das Hauptmerkmal der Größe Weses aber, in den Augen der Welt stand es geradezu missverständlich, nämlich um seine Hunderttorigkeit. Ägyptens Stadt habe 100 Tore, hieß es auf Zypern Alaschia, in Kreta und weiterhin. Die 100-Torige nannte man sie dort in mythischer Bewunderung und fügte hinzu, dass aus jedem dieser 100 Tore 200 Mann mit Rossen und Geschirr zum Streite auszuziehen vermöchten. Man sieht wohl, diese Schwätzer dachten an eine Ringmauer solchen Umfangs, dass sie nicht durch 4 oder 5, sondern durch 100 Stadttore unterbrochen sein konnte. Eine kindliche Vorstellung nur möglich, wenn man Wese nie mit Augen gesehen hatte und es allein aus der Sage vom Hören schwätzen kannte. Die Idee der Vieltorigkeit verband sich in gewissem Sinne zurecht mit derjenigen der Amundsstadt. Sie hatte in der Tat viele Tore, aber das waren nicht Mauer- und Ausfalltore, sondern es waren die lustig gewaltigen, in den Farben ihrer zauberdichten Inschriften und kolorierten Tiefreliefschildereien erstrahlenden, von bunten Wimpelbändern an vergoldeten Flaggenstangen überflatterten Pylonbauten, mit denen die Träger der Doppelkrone nach und nach im Zuge der Jubiläen und großen Umläufe die Heiligtümer der Götter geschmückt und ausgestaltet hatten. Ihrer waren denn wirklich eine Menge, wenn auch bis zum Tage von Weses voller und unübertrefflicher Schönheit immer noch welche hinzukamen. 100 waren es weder jetzt noch später. Aber 100 ist nur eine runde Zahl und will auch in unserem Munde oft nicht mehr besagen als einfach sehr viele. Amunds große Wohnung im Norden, Epet Esovet, schloss schon damals allein 6 oder 7 dieser Tore in sich und die kleineren Tempel in seiner Nähe, die Häuser des Khonsu, der Mut des Mont, des Min, des nilpferdgestaltigen Epet wiederum, eine Anzahl. Der andere Großtempel am Fluss, Amunds südliches Frauenhaus genannt, oder auch einfach der Harem, wies weitere Turmtore auf, und aber andere gehörten zu den kleineren Wohnungen hier nicht besonders beheimateter, doch immerhin ansässiger und mit Nahrung versehener Gottheiten, den Häusern des Usir und der Eset, des Ptach von Menfe, des Tod und anderer mehr. Diese Tempelbezirke, umfriedet mit ihren Gärten, Hainen und Seen, bildeten den Kern der Stadt. Sie waren im Grunde diese selbst, und was profan an ihr war und Menschenbehausung, füllte die Räume zwischen ihnen. Es erstreckte sich namentlich von dem südlichen Hafenviertel und Amunds Frauenhaus gegen den Tempelkomplex im Nordosten, der Länge nach durchzogen von des Gottes großer Feststraße, der Widder Sphinx Allee, auf die der Alte den Josef schon vom Schiffe aus hingewiesen hatte. Das war eine stattliche Strecke, 5000 Ellen lang, und da die Prozessionsstraße nordöstlich landeinwärts vom Nile abwich und die Wohnstadt den sich verbreiternden Raum zwischen ihr und dem Flusse ausfüllte und auf der anderen Seite landeinwärts gegen die östliche Wüste reichte, wo sie weitläufig wurde und sich in die Gärten und Villen der Vornehmen löste, dort waren reich die Häuser an Schätzen,
so war sie in der Tat sehr groß, sogar ungeheuer, wenn man wollte. Mehr als 100.000 Menschen, sagte man, wohnten darin. Und wenn die Zahl 100 für die Tore eine poetische Abrundung nach oben war, so bedeutete die hohe Ziffer 100.000, den Volksreichtum Weses betreffend, zweifellos eine solche nach unten. Es waren, wenn wir unserem schätzenden Überblick und demjenigen Josefs trauen dürfen, der Einwohner nicht nur mehr, sondern viel mehr, sehr möglicherweise geradezu doppelt und dreimal so viel, besonders und sicherlich, wenn man die Zahl der Bewohner der Totenstadt drüben im Westen, jenseits des Flusses, geheißen, gegenüber ihrem Herrn mit einbezog, natürlich nicht der Toten, sondern der Lebenden, die dort von ernsten Berufes wegen wohnten, weil sie zum Dienste der Abgeschiedenen, die über das Wasser gefahren waren, in irgendeiner handwerklichen oder kultischen Beziehung standen. All diese also mit ihren Wohnungen bildeten dort drüben eine Stadt für sich, die, zu Weses Ganzen geschlagen, dieses überaus groß machte. Pharao selbst gehörte zu ihnen. Er wohnte nicht in der Stadt der Lebenden, er wohnte im Westen draußen, am Rande der Wüste und unter ihren roten Felsen. Dort lag sein Palast in luftiger Zierlichkeit und lagen die Wonnegärten seines Palastes mit ihrem See- und Lustgewässer, das früher nicht vorhanden gewesen. Eine sehr große Stadt also, und groß nicht nur nach ihrer Ausdehnung und Menschenzahl, sondern groß erst recht durch die Spannung ihres inneren Lebens, ihre Gemischtheit und rassenbunte Jahrmarktslustigkeit, groß als Kernpunkt und Fokus der Welt. Sie selbst hielt sich für deren Nabel, eine übermütige Annahme in den Augen Josefs, aber strittig auch sonst. Schließlich gab es noch Babel am verkehrt fließenden Euphrat, wo man im Gegenteil fand, der Strom Ägyptens fließe verkehrt und nicht zweifeln wollte, dass um Bab Ilu herum die übrige Welt in bewunderndem Kreise geordnet sei, obgleich man auch dort in baulicher Hinsicht damals noch nicht zu voller Schönheit gediehen war. Nicht umsonst aber liebte man in Josefs Heimat von der Ammonstadt zu sagen, dass Nubier und Ägypter ohne Zahl ihre Stärke seien und Leute von Punt und Libyer ihre Helferschaft bildeten. Schon bei seinem ersten Durchzuge mit den Ismailitern von der Uferlände zur Herberge, die tief im Innern der Engstadt lag, empfing Josef 100 Eindrücke, die diese Sangesaussage bestätigten. Ihn selbst und die Seinen sah niemand an, da Fremdheit ja alltäglich und die Seine nicht wunderlich krass genug war, um Aufmerksamkeit zu erregen. Desto ungestörter mochte er schauen, und höchstens die Besorgnis, der Andrang von so viel großer Welt, möchte seinen geistlichen Stolz verwirren und ihn der Zaghaftigkeit anheimgeben, legte seinen Augen einige Zurückhaltung auf. Was sah er nicht alles auf dem Wege vom Hafen zur Herberge? Welche Warenschätze quollen aus den Gewölben und wie wimmelte und wallte es in den Gassen von den Arten und Schlägen der Adamskinder? Die Einwohnerschaft von Wese schien vollzählig auf den Beinen zu sein und sich auf der irgendwie notwendigen Wanderung vom einen Ende der Stadt zum anderen sowie in umgekehrter Richtung zu befinden, und unter das ursässige Volk mischten sich die Menschentypen und Trachten der vier Weltgegenden. Gleich an der Lände hatte es einen Auflauf gegeben, der einer Gruppe ebenholzschwarzer Mohren mit unglaublich gepolsterten Lippenbergen und Straußenfedern auf den Köpfen gegolten hatte, Männern und tieräugigen Weibern mit Brüsten wie Schläuchen und lächerlichen Kindern in Körben auf den Rücken. Sie führten scheußlich miauende Panther sowie Paviane, die auf vier Händen schritten, an Ketten. Eine Giraffe, vorn hoch wie ein Baum und hinten nur wie ein Pferd, ragte unter ihnen, Windhunde waren auch dabei, und unter goldenen Tüchern trugen die Mohren Gegenstände, deren Wert einer solchen Umhüllung zweifellos entsprach. Aus Gold vermutlich und Elfenbein. Es war, wie Josef erfuhr, der tributtragenden Abordnungen eine aus dem Lande Kusch, mittäglich jenseits des Landes Weset, weit stromaufwärts, aber nur eine ganz kleine, unpflichtige,
und zwischen Einfallende, gesandt vom Vorsteher der südlichen Länder, Vizekönig und Fürst von Kusch, um das Herz Pharaos zu erfreuen und es überraschend für ihn, den Fürsten einzunehmen, damit seine Majestät nicht auf den Gedanken komme, ihn abzuberufen und ihn durch einen der Herren seiner Umgebung zu ersetzen, die ihm wegen des kostbaren Postens in den Ohren lagen und im Morgengemach Hechelreden gegen seinen Inhaber vorbrachten. Das Sonderbare war, dass das Hafenvolk, welches die Gesandtschaft begaffte, die Straßenbuben, die sich über den palmenlangen Hals der Giraffe lustig machten, diese Hintergründe des Schauspieles, die Besorgnis des Vizekönigs und die Hechelreden im Morgengemach, ganz genau kannten und sich vor Josefs und der Ismailiter Ohren in lauten und kritischen Redensarten darüber ergingen. Es war schade für sie, dachte Josef, dass ihre Lust an der bunten Erscheinung durch ein so kaltes Wissen der Reinheit und Einfalt verlustig ging. Vielleicht aber auch empfing sie dadurch gar noch eine besondere Würze, und er für seinen Teil fing, was sie redeten, mit Vergnügen auf, weil er es als förderlich erachtete, von den inneren Geheimnissen und Vertraulichkeiten dieser Welt, wie dass der Prinz von Kusch um sein Amt zitterte, die Höflinge ihn hechelten und Pharao sich gern überraschen ließ, unter der Hand etwas in Erfahrung zu bringen, denn das stärkte das Selbstgefühl und wappnete gegen die Blödigkeit. Behütet und gelenkt von ägyptischen Beamten wurden die Neger über den Fluss gebotet, dass sie vor Pharao stünden. Josef sah es noch, und einzelne von ihrer Haut sah er auch sonst auf seinem Wege, aber er sah heute in allen Abschattungen, vom Obsidianschwarz über viele Stufen, von braun und gelb bis zum Käseweiß, er sah sogar gelbes Haar und azurfarbene Augen, Gesichter und Kleider von jedem Schnitt. Er sah die Menschheit. Das kam, weil die Schiffe der Fremdländer, mit denen Pharao Handel trieb, sehr vielfach nicht in den Häfen des Mündungsgebietes Halt machten, sondern lieber gleich vor dem Nordwinde den Strom hinauf und hierher fuhren, um ihre Frachten, Tribute und Tauschwaren an Ort und Stelle zu löschen, wo doch alles zusammenkam, nämlich in Pharaos Schatzhaus, der damit Amun und seine Freunde reich machte, so dass jener seine Ansprüche in baulicher Hinsicht steigern und das Vorhandene überbieten mochte, diese ihr Leben aufs Letzte zu verfeinern, in die Lage kamen, welches auf diese Weise an Ausgesuchtheit sich äußerst zuspitzte und vor Feinheit sogar ins Närrische verfiel. So erklärte es der Alte dem Josef, und darum sah dieser außer den Kuschmoren unter den Leuten Wesis, Bedus aus dem Gotteslande vom Roten Meere, hellgesichtige Libyer von den Oasen der westlichen Wüste, in bunten Wirkröcken und geflochtenen, starr vom Kopfe stehenden Zöpfen, Amu-Leute und Asiaten gleich ihm, in farbiger Wolle mit den Bärten und Nasen der Heimat, chattische Männer von jenseits des Amanus-Gebirges in Haarbeuteln und engen Hemden, mit Tannihändler in der würdig überfallreichen und befranzten Tracht Babels, Kauf- und Seeleute von den Inseln und von Mykene in weißer Wolle, deren Falten erfreulich fielen, Erzenringe an dem Arm, den sie nicht im Gewande verbargen. Und dies alles, obgleich der Alte aus Bescheidenheit seinen kleinen Zug möglichst armselig volkstümliche Wege führte und die edlen Straßen vermied, um nicht ihre Schönheit zu verletzen. Ganz unverletzt aber konnte er sie doch nicht lassen. Die schöne Straße der Khonsu, die der Feststraße des Gottes gleich lief, die Straße des Sohnes, wie man sie hieß, denn der mondverbundene Khons war des Amuns Sohn und der Mut seiner Baalat. Er war, was Nefertem, der blaue Lotus zu Menfe war, und bildete mit den großen Eltern die Dreiheit von Weset. Seine Straße also, eine Hauptader und rechte Abrek-Avenue, wo man immerfort gut tat, sein Herz fest zu sich zu nehmen, diese mussten die Ismailiter notgedrungen betreten und eine Strecke weit verfolgen, auf die Gefahr hin, ihrer Schönheit verwiesen zu werden. Und Josef sah Paläste wie den der Verwaltung der Schatzhäuser und Kornspeicher und den Palast der ausländischen Prinzen, in welchen die Söhne
syrischer Stadtfürsten erzogen wurden, wunderbare und weitläufige Gebäude aus Ziegeln und Edelhölzern, glänzend an Farben. Er sah Wagen vorüberrollen, völlig mit gehämmerndem Golde bedeckt, in denen Stolze standen und die Geißel über den Rücken augenrollend dahinstürzender Rosse schwangen. Die Rosse aber schnoben Feurigkeit, sie schleuderten Schaum von den Mündern, ihre Beine waren wie die von Rehen und ihre an den Hals gedrückten Köpfe waren mit Straußenfedern gekrönt. Er sah Sänften dahinziehen, an Stangen auf den Schultern getragen, in behutsam federndem Geschwindschritt von hohen Jünglingen in Goldschürzen. Geschnitzt waren die Stuhlbahren, vergoldet und behängt, und Männer saßen darin mit verborgenen Händen, das lackierte Haar aus der Stirn in den Nacken gestrichen, ein Bärtchen am Kinn, durch hohe Stellung zur Unbeweglichkeit verpflichtet und mit gesenkten Wimpern, einen großen Windschutzkasten aus Rohr und bemaltem Stoffe im Rücken. Wer sollte wohl einstmal auch so sitzen und vor sein Haus getragen werden, das Pharao reich gemacht? Das liegt in der Zukunft, und diese Feststunde der Erzählung ist noch nicht gekommen, obgleich sie an ihrem Orte schon vorhanden und jedem bekannt ist. Gegenwärtig sah Josef nur, was er einst sein sollte, blickte darauf mit Augen so groß und fremd wie diejenigen, die auf ihm ruhen und sich vor ihm verkriechen würden, dem Fremden und Großen. Jungsklave Osasif, des Brunnens Sohn, gestohlen und verkauft hier hinab, im armen Kapuzenhemd und mit schmutzigen Füßen, der an die Wand gedrückt wurde, als lanzenstachliche Kriegsmacht plötzlich mit Zinkengeschmetter die Straße des Sohnes dahergeeilt kam, in hellen, genauen Scharen, mit Schildern, Bogen und Keulen. Er hielt die grimmig Gleichmäßigen für Pharaos Waffenvolk, an den Standarten jedoch und den Zeichen der Schilde erkannte der Alte, dass es Truppen des Gottes waren, Tempelmilitär, Amuns Stärke. Wie, dachte Josef, hatte Amun Heerscharen und Feldhaufen wie Pharao? Es gefiel ihm nicht, und zwar nicht nur, weil die Rotte ihn an die Wand gedrückt hatte. Eine Eifersucht regte sich in ihm um Pharaos Willen und von wegen der Frage, wer hier der Höchste sei. Die Nähe von Amuns Stolz und Ruhm bedrückte ihn ohne dies. Das Vorhandensein eines anderen Höchsten, Pharaos nämlich, schien ihm ein wohltätig Gegengewicht, und dass der Götze es diesem auf seinem eigenen Felde gleichtat und Kriegsvolk hielt, mutete ihn ärgerlich an. Ja, er glaubte zu erraten, dass es auch Pharao ärgerte und schlug sich auf dessen Seite gegen den Anmaßenden. Bald also verließen sie wieder in die Straße des Sohnes, um sie nicht lange zu verunzieren, zogen weiter im Engen und Geringen und kamen zur Herberge, genannt Sippara Hof, weil ihr Herr und Wirtsmann ein Chaldäer aus Sippa am Euphrat war und vorzugsweise chaldäische Leute, wenn auch sonst noch allerlei Volk, bei ihm herbergten. Hof aber hieß sie, weil sie wirklich fast nichts war als ein Brunnenhof, ebenso voll von Schmutz, Lärm und Gerüchen, von Tiergeblök, Menschenzank und Gauklergequarr, wie der Fremdenhof zu Menfe. Und noch diesen Abend gleich schlug der Alte dort einen kleinen Tauschhandel auf, der Zulauf hatte. Da sie aber geschlafen hatten unter ihren Mänteln, wobei immer einer von ihnen, außer dem Alten, der die ganze Nacht schlafen durfte, die Augen offen halten und Wache stehen musste, dass sie nicht bestohlen würden an Kram und Schätzen von Seiten der Gemischten, und hatten nach langem Anstehen am Brunnen sich waschen können, auch ein chaldäisch Morgenmus zu sich genommen, das hier gereicht wurde, einen Mehlbrei mit Sesam bereitet, genannt Papasu, da sprach der Alte und sah den Josef nicht an dabei. Nun denn, meine Freunde, du, Mibsam, mein Eidam, Effer, mein Neffe und ihr, Keda und Ketma, meine Söhne, wir wollen hinziehen mit unseren Gütern und Angeboten gegen Aufgang von hier und gegen die Wüste, wo die Stadt sich herrschaftlich löst. Dort weiß ich Kundschaft und hochbedürftige Abnehmer, die ich erbötig hoffe, von dem Unsrigen dies und das in ihre Vorratskammern zu kaufen und es uns zu bezahlen, dass wir nicht nur eben auf unsere Kosten kommen, sondern noch einen gerechten Vorteil dabei einstreichen und uns bereichern, gehorsam
unserer Händlerrolle auf Erden. Legt also den Tieren die Waren auf und sattelt mir meines, dass ich euch führe. So geschah es und zogen aus vom Sipparer Hof nach Osten gegen die Gärten der Reichen. Vorn führte Josef das Dromedar des Alten an langen Zügeln.